Ja, die heutige Bewertung gehört zu Pat. Ist schon ziemlich lange her, dass wir es getroffen haben. Das Lustige ist, wir haben gar nicht Choupette getroffen, sondern nur Barnette, was sich sowas ist auf Level 37 wird. Und zwar im Bizarro aus, falls ihr euch erinnert. Wie gesagt, die Vorentwicklung haben wir gar nicht gefunden. Kann man erst machen, sobald man die Möglichkeit hat zu züchten. Jedenfalls, Barnette, man sieht schon. Ja, ich weiß auch nicht. Also von den Werten her ist schon mal alles ziemlich problematisch. Gehen wir erstmal die Fähigkeiten an im Zoom. Die hat so dafür, dass es nicht einschlafen kann. Schnüffler, ja, das gibt's auch als Attacke. Schnüffler sagt, welches Item der Gegner hat. Und Tastloop blockiert zwar wahrscheinlich einfach 30% die Attacke, die der Gegner einsetzt. Und das ist auch schon das Beste. Ich meine, nicht einschlafen ist auch okay, aber... ja, und wenn man CP spielt, Schnüffler, das hat er bei jedem Pokémon entweder Lebenorb oder Warband oder Überreste. Nee, ist das jetzt nicht so sinnvoll. Wirklich, Tastflur ist da am besten. So, und wie jetzt spielen? Habe ich mir länger Gedanken drüber gemacht. Und... Warte, die Musik ist gerade still. Oh. Ich weiß auch nicht, warum ich sie manchmal einfach abschaltet. Jedenfalls... habe ich dann überlegt, ein mutiges Wesen, was die Init senkt und den physischen Angriff erhöht. Und ja, die Init nochmal zu senken mag nicht klug sein, aber ich glaube, in diesem Fall ist es am besten. Denn Barnette ist als der Pokémon, die ich definitiv mit Bizarro-Raum spielen würde. Das Problem ist, die Verteidigungswerte sind zu gering, als dass es sich lange halten könnte. Es hat nicht sehr viele Resistenzen, zwar auch nur zwei Schwächen, aber naja. Und der physische Angriff ist auch nur... also der ist zwar gut, aber das ist auch wirklich der einzig gute Wert. Ist der Spezialangriff auch etwas, was er nicht unbedingt braucht, aber trotzdem, Bizarro-Raum würde ich nehmen. Und um sicherzugehen, dass Barnette diese Runde überlegt, einen Fokusgurt. Weil, wenn man sich das mal überlegt, es könnte bei diesem Verteidiger gut sein, dass nach der ersten Runde stirbt, also muss man sich ihn mit dem Fokusgurt schützen und dann Bizarro-Raum. Damit es schnell ist. Aber da es eben noch langsamere Pokémon gibt, vor allem in Generation 5, muss man aufpassen, dass man wirklich lang, dass man dann auch wirklich schneller ist. Da ist es, geht diese Taktik nach hinten los, deswegen eben die Init noch mehr senken. Und ja, nun, Dunkelklaue als physische Step-Attacke. Ich weiß, Dunkelklaue ist jetzt nicht die beste Attacke, aber ist so das Beste, was er ja da haben kann. Und Tiefschlag. Tiefschlag ist zwar nicht sehr zuverlässig, aber ja. Trotzdem denke ich ganz gut. Und zu guter Letzt noch Irrlicht. Man muss sagen, wirklich Barnette, finde ich, ist kein sehr gutes Pokémon. Eben weil die Werte nicht sonderlich gut sind, der Movepool nicht sonderlich gut sind und die Fähigkeit auch nicht so gut ist. Außer, ja, Tastenwurf ist okay, aber ja, das ist wirklich ein Problem. Und deswegen, was anderes als Irrlicht ist mir auch nicht wirklich eingefallen, sondern was man noch benutzen könnte, um den Angriff vom Gegner zu halbieren. Es geht gar nicht mal so viel um Schaden, sondern eher darum, den Angriff vom Gegner zu halbieren, um einigermaßen geschützt zu sein. Weil es ist, wie gesagt, die Taktik. Bizarro, Dunkelklaue, Tiefschlag, Irrlicht und das Item definitiv ein Fokusgurt. Weiter geht's bei Pokémon Voice Edition 2. Ja, la, legen wir mal doch mal los. Und ja, ich wollte mir einfach mal einen etwas anderen Start einfallen lassen, weil nach etwa 120 Parts ist man einfach an dem Punkt, wo man glaubt, man müsste was Kreatives tun. Daher entschuldigt für das blödsinnige Gelaber am Anfang. Okay, wir haben hier einen Reihumkampf. Gefällt mir insofern, weil ich, wenn ich Magneson vorne habe, so ziemlich alles erledigen kann. Außer Kangama. Da fehlt, dann wäre halt Starmie besser. Dennoch werde ich wechseln zu Magnezone mit einem Donnerblitz draufhauen. Ja, das war irgendwie klar. Aber es war auch clever von ihm gemacht, muss man sagen. Also da hat er schon die richtige Entscheidung getroffen, denn es ist das einzige Pokémon, was ich so die keinen Schaden machen kann. Dennoch, zwei Angriffe mit Donnerblitz und auch Kangama ist erledigt. Gut, jetzt möchte er ihn schützen, was ich auch verstehen kann, weil Magneson ist sau langsam, der hat jetzt ein paar Treiber landen zu können, damit Magneson irgendwie verschwindet, aber ja, trotz Aeropteryx sehr großem Angriff konnte er nichts ausrichten und ich habe ihn in die Wüste geschickt. Und ja, da kommt Kangama wieder.
Ich bleib bei Donnerblitz. Ja, Lattestu, ich würde wechseln. Dein Garados ist sowas von weg. Und Drachentanz ist eine schlechte Option, wenn ich das mal anmerken darf. Ich meine, ihr seht, ich habe Kangama über die Hälfte mit Donnerblitz weggemacht. Daher wäre es sehr dumm, nicht weiter mit Donnerblitz anzugreifen, wenn ich alle anderen Pokémon damit problemlos erledigen kann. So. Ich sehe sogar 800 Level 64. Gut, wir haben in letzter Zeit gewachsen. Nächstes Mal 65 werde ich vielleicht mal wieder durchwechseln zu Sinon, je nachdem wie viel er ist. Der schlägt sich hier jetzt hervorragend. Und ja, ciao. Hätte auch zu Astron wechseln können und mit Psychoschock draufhauen können. Wäre auch eine Option gewesen, aber das passt erstmal. Und 65, wow. Das ging flink. Aber es gibt noch viel zu lernen. 2 Jahre lang hast du geübt, heilige Scheiße. Genauso lang, wie das Spiel draußen ist. Astor ist ein Profi in Sachen Glücksspiel. Astor? Muss man den kennen? Wie kommt mir denn damit bekannt vor? Ne, TM90 Delegator, das ist cool. Aber ne, Astor. Wie meint sie damit? Mein Astron hat mitgekämpft, aber das ist ja nicht Astor. Oh. Ach so. Ist das dieser Typ, der immer auf den... Der verliebte Mann Charles, oder? Hä. Bin gerade überfragt. Wir können auch guten Arena-Leiter sein, der mir gerade entfallen ist. Oder nein, Quatsch! Das ist doch der Typ von den Top 4! Ah! Jetzt hab ich's! Das ist der Typ von den Top 4! Mir war nur nicht bekannt, dass der einen Reihumkampf macht, aber okay. Man lädt immer wieder was Neues, würde ich mal sagen. So, jetzt sind wir hier draußen im pissenden Regen. Und natürlich wieder Wanderer. Aber das ist ja natürlich auch eine geile Sache mit diesem zufälligen Wetter. Habe ich schon oft gelobt, aber... Hier merkt man wieder, wie vorteilhaft es ist, wirklich Random-Wetter zu haben. Dass an allen möglichen Stellen Regen kommt, weil ich die Regenatmosphäre mag. Wobei ich sagen muss, richtig gute Atmosphäre seit Generation 3 hat man irgendwie nicht geschaffen. Das hat der Regen noch irgendwie am geilsten aus. Warum weiß ich auch nicht. Ich fand es zum Beispiel sehr, sehr beschissen, dass sowohl ein Feuerrot als Feuerrot Blattgrün als auch Hardcore und Silver es keine gescheite Regenroute gab. Das war echt schlecht gelöst, muss ich sagen. Ich hätte zum Beispiel bei den Routen 24 und 25, wo es in Richtung Bill geht, Regen eingebaut. Das hätte da echt gut gepasst. Hardcore und Silver hat bestimmt auch Möglichkeiten gegeben. Es gab eine Regenroute. Und das war die Route da zwischen dem Einheits- und Lazalea-City, wo genau ein einziger Trainer und ein Grasbüschel drauf war. Und ich glaube 2 Aprikokos. Boy! Heftig. Naja. Hier müssen wir jetzt erstmal weitersuchen. Was haben wir hier? Einen weiteren Wanderer, der kämpfen möchte? Alles klar. Muss ich mir mal überlegen. Ich kann da nach hinten gehen, ich kann nach rechts weiter. Da gibt es einige Möglichkeiten. Ich denke mal, rechts komme ich wieder raus. Wie gesagt, muss ich mir noch genau überlegen, was ich jetzt mache. Zumal ich bald mal meine Steinkante finden möchte. Aber da brauchen wir jetzt nichts zu überstürzen. Das kommt schon noch. Da bin ich, ja. Relativ offensichtlich. Nein. Verdammt, warum würde das Wort jetzt nicht ein? Also, ich kann die deutsche Sprache echt gut, aber manchmal gibt es echt Zeitpunkte, da fallen mir die Wörter nicht ein. Das ist so verrückt werden. Ich weiß jetzt nicht, was ich meine, nur das Wort fällt mir nicht ein. Zuversichtlich, natürlich. Egal, wie es um meinen Puls steht, ja. Okay. Dass du immer gut gelaunt bist, ist schon mal positiv. Und, da geht's nach unten. Okay. Dann gehe ich doch lieber nochmal raus und schaue mich da nochmal um. Wenn es jetzt schon ein Stockwerk weiter unten geht, bedeutet das, dass wir, ja, näher zum Start kommen. Genau genommen ist das, glaube ich, der letzte Trainer, der hier ist, ehe es nach draußen geht. Und... ja, da sind wir in Nevajo City, da wollen wir zwar hin, aber der Wendelberg hat auch einiges zu bieten. Autsch, Scheiße, nein! Autsch, das hat wehgetan.
Warum bist du so unlieb zu mir, du blödes Phenonton? Warte. Hier den Flammenwurf und geh nach Hause. Bam. Aber doch, zum Leveln war der hier ziemlich gut, muss ich sagen. Jetzt habe ich fast alle auf 65, darauf lässt sich gut aufbauen, denn einfacher wird's nicht. Bis jetzt, wenn wir die Mario City erreicht haben, haben wir noch die Route 8, die wir bewältigen müssen. In euch, danach kommen wir zur Route 9, da waren wir schon, auf dem Weg zu Twin Lake City. Die Höhle der Stunden gibt es leider nicht mehr auf der Route 9. Gut, man muss sagen, die Höhle schon war echt cool. Das Einzige, was gestört hat, war eben, dass man Surfer und Kaskade gebraucht hat. Und ich glaube, Stärke auch. Deswegen brauchte man eine VM-Sklave. Das war ein bisschen blöd, aber gut. Wäre einfach besser, wenn gerade wenn es eine schwierige Höhle ist, dass man da nicht unbedingt ein Pokémon mitnehmen muss. Wer weiß, vielleicht wird ja im nächsten Pokémon ganz auf VMs verzichtet. Also Pokémon X und Y. Das wäre mal eine Änderung, der ich gar nicht so negativ gegenüberstehen würde. Solange die Attacken da bleiben. Also Surfer möchte ich durchaus noch weiter benutzen können, genauso wie Kaskade. Aber gerade an diesen Sachen wie die Lianen, die man gefunden hat, bleibt die Frage, ob nicht vielleicht der Trainer selbst gewisse Sachen überwinden wird. Natürlich wäre das eine Veränderung. Aber in diesem Spiel hat man eh relativ viel da schon abgeschafft. Und oh oh. Möchte ich das wirklich machen? Ja, komm. Komm. Ich mach's. Aber wenn ich jetzt nicht mehr zurückkomme, oder? Ach so, doch. Ist ja langweilig. Aber hätte ich mit dem Weg jetzt echt sparen können. Oh. Ja, wobei. Immerhin kriegen wir einen Kampf gegen einen Stalobor geliefert. Gibt's auch die Chance, dass Stalus drin ist, aber die Chance ist dermaßen gering und ich habe dermaßen das falsche Pokémon hier draußen. Das muss schnellstens geändert werden. Ach, Waymon ist jetzt nicht die beste, möglicherweise nur neutralen Schaden machen kann, aber ich sag mal so, von den Pokémon, die hier sind, kann immerhin Stalobor nicht sehr effektiv treffen und ein Erdbeben wäre, dagegen wäre ist Waymon West resistent, deswegen bevorzuge ich ihn hier einfach mal. Und ja, konnte mit seinen Überresten, wie gesagt, ziemlich viel auffallen. Also das hat auch ganz gut geklappt. Bäm. So, den müsste ich auch mal wieder trainieren tatsächlich, aber jetzt lassen wir erstmal Sinon noch ein Level wachsen. Dann kann ich wieder wechseln. Die Beldra ist leider, hat es nicht ganz über die Ziellinie geschafft, sag ich mal. Direkt am Ziel gestorben. Oder kurz davor. Naja. Bäm. So, das ist jetzt alles ein bisschen unnötig, aber wie gesagt, ich habe keine direkte Karte im Kopf. Im Winter hätte ich jetzt einfach rumlaufen können, aber dafür hätte ich eben auch nicht alles bekommen, was ich wollte, also ja, nehmen wir einfach so, wie es ist. Und hier haben wir einen Finsterball. Sehr, sehr gut. Und was haben wir hier? Einen Steinknochen. Oh, ich habe gesehen, der wurde tatsächlich in die Mehrzwecktasche gleich eingetragen. Und ja, einen Finsterball hatten wir hier schon. Quatsch, einen Steinknochen hatten wir hier schon mal. Als ihr merkt, hier gibt es zweimal einen Steinknochen. Ganz interessant. Weil Höhlen haben ja öfters, ich sag mal, so ein Item, was man da öfters finden kann. Und hier ist eben der Steinknochen, weil der Wendelberg so ein bisschen was Fossilhaftes hat. Der werdet schon noch was sehen, was ich meine. Auf jeden Fall steht es nur in der Art und Weise zu Fossilen verbunden. Alter! Was zum Teufel? Ich meine, gut. Natürlich war es klar, dass ich Schaden nehmen werde. Aber dass ich gleich sterbe, war doch überraschend. Aber, ja. Bullshit halt. Stehe ich blöd da. Nun gut, immerhin bin ich jetzt eigentlich hier unten und hier drin haben wir eine Top-Genesung. So. Ich müsste wieder zum Arzt, tatsächlich, um mich zu heilen. Da könnte ich jetzt ganz einfach hin im Winter, aber wie gesagt, Winter ist nicht. Was machen wir da jetzt? Der ganze Weg zurücklaufen, ist auch irgendwie blöd. Und hier müsste doch irgendwo dieses Item sein, was ich sonst nicht bekommen kann, oder? Hä? Okay, ich hätte schon können. Ach so, das war das im Mülleimer. Ah, alles klar. Okay. Gut, da komme ich nicht hin. Dann gucken wir mal. Oder ne, Moment. Da geht es in Richtung Nevario City. Okay, ich muss dann doch hier noch ein wenig weiter gucken.
Genau, gehen wir mal hier runter. Oh ne. Hier geht's in Richtung Nevada City. Ja, Orientierungsprobleme. Ein bisschen, ganz klein wenig, nicht so viel. Aber ja. Komm, lass mich vorbei. Ich möchte schnurstracks zurück. Genau. Wo ist es denn? Hier. Gucken wir uns erst einmal hier um. Nein, lass mich in Ruhe, City Mantor, lass mich in Ruhe. Und dann soll ich vielleicht jetzt, weil ich nicht so schnell zum Mats kommen werde, mal wieder meinen Täschle aufmachen mit meinen Heilutensilien. Ich meine, ich habe nicht umsonst 50 Beleber gekauft. Ich hatte schon im Hinterkopf, dass ich die vielleicht früher oder später mal brauchen werde. Sonst wäre so ein Kauf ja auch ziemlich sinnlos. Dann nehmen wir den Supertrank. Wird da auch mal was loswerden. Die haben ja größtenteils gekriegt durch die Rückkämpfe, weil, ja, die Trainer, ich sag mal, in längsten Zeit Supertrank gegeben haben. Oh, wunderschönen guten Tag. Ich bin der Schwermetallmaniac. Was ist mit dir? Magst du Baufahrzeuge? Ja. Oh, ich wusste es. Baufahrzeuge sind super. Stimmt's? Das kommt jetzt etwas plötzlich, aber hier ist ein kleines Quiz für dich. SGL. Es sind insgesamt 5 Fragen. Wenn du alle richtig beantwortest, bekommst du einen Preis. Hier kommt das Baufahrzeuge-Quiz. Oder kurz das BVQ. BFQ, nun zur Frage. Welcher Ort ist berühmt für seine in die Jahre gekommenen verrosteten Kräne? Das ist Wapytro City. Ausgezeichnet, volle Punktzahl. Du hast echt drauf. Klasse, zuwürdiger Schwermetallmaniac. Wenn du morgen wieder kommst, gibt es das nächste Quiz. Stell dich der Herausforderung. Ja, werden wir natürlich machen. Einfach, weil es, ja, spannend ist. Ganz spaßig und, oh, das höre ich halt. Item? Okay. Ja, bin ein wenig gefangen hier jetzt. Gut, vielleicht muss ich doch nochmal im Winter hierher kommen. Muss ich ja nicht meine Zeit umstellen, aber habe ich irgendwie so wenig Bock, aber. Was? Jetzt bin ich in der Wario City? Alles klar? Also, das ist auf jeden Fall die Wario City. Die Stadt ist ein Stern am frostigen Firmament. Lohnt sich auch im Winter mehr hierher zu kommen. Das sieht alles hier ein bisschen interessanter aus, aber. Ja, ich habe mich komplett verlaufen. Das ist. Nicht so schön. Aber gut, suchen wir mal den Weg zurück. So abwegig kann es ja dann doch nicht sein, was ich hier mache. Au! Was habe ich getan? Ich war doch so lieb immer, Mann. Aber ja, wie gesagt, also ich glaube, Frühling ist tatsächlich fast abgeschlossen. War nicht bewusst, dass ich tatsächlich zu einigen Orten nicht hin kann, wenn es Winter ist. Aber es sieht ganz danach aus, dass ich bestimmte Orte wirklich nur im Winter erreichen kann. Ich dachte, das wäre nur zur allgemeinen Abkürzung. Dennoch, gucken wir, was wir hier finden. Suche dort, wo nichts zu sein scheint. Du wirst Unerwartetes finden. Hier, das ist für dich. Ich habe vorhin schon ein Fossil gefunden. Ein Turmfossil für Kabuto. Morgen finde ich bestimmt noch ein Fossil. Komm ruhig wieder vorbei, wenn du willst. Ja, das ist ein tägliches Event. Man kann jeden Tag zu ihm kommen und wird jeden Tag ein Fossil bekommen. Entweder eines der 3 aus der Kanto-Region, also Dom, Helix oder Dom und Helix Fossil oder Altbernstein. Generation 2 gab es ja keine. Oder eben die aus Generation 3 Wurzelfossil und Clownfossil waren es, glaube ich. Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Dann die aus Generation 4. Also das für Cognodon oder für Schilterus. Und dann die natürlich aus Generation 5 für Flapterix und für Karipas. Also solltet ihr schon diese Gelegenheit wahrnehmen, vor allem wenn ihr euren Pokédex erkunden wollt. So, wo wir hier jetzt sind und was uns hier erwartet, sehen wir nächstes Mal bei Pokémon Weiß Edition 2. Wenn der Part euch gefallen hat, Daumen hoch, wenn nicht Daumen runter. Nächstes Mal die Auflösung, was das hier ist. Bis dann.